Willkommen bei Kamenanda ganzheitlich. Mein Name ist Günter Karl Hartner. Ich bin Arzt in Stuttgart in eigener Praxis seit über 15 Jahren. Und heute geht es um Mikronährstoffe. Und zwar jetzt nicht um die Mikronährstoffe, die man einnehmen soll, die du einnehmen sollst jeden Tag, sondern um die Qualität der Mikronährstoffe. Da gibt es nämlich ganz große Unterschiede. Und es ist ganz wichtig für die Aufnahme im Körper und für die Umwandlung im Körper. Ja, die Qualität. Einer meiner Dozenten hat mal gesagt, wenn man billige Mikronährstoffe kauft, dann ist das Schwachsinn, hat er gesagt. Ja, das ist also quasi das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und darum geht es heute. Also wenn du die Mikronährstoffe einnimmst, die für dich gut sind. Wir haben hier noch eine kleine Liste, die kann ich dir nachher noch zeigen, mit den wichtigsten Mikronährstoffen, die man einnehmen sollte. Dann solltest du auf die Qualität achten. Es gibt darüber dicke Bücher. Das ist wirklich ein ganzes Studium für sich. Ja, damit sollte man sich also tatsächlich ein bisschen auskennen. Aber wenn du jetzt anfängst, so ein dickes Buch hier durchzulesen, dann kommst du auch nicht weiter. Das ist wirklich zu viel Stoff, zu komplex das Ganze. Und deswegen versuchen wir, dir hier einfach ein kurzes Coaching zu geben, dass du da ein bisschen durchblickst. Also, die Qualität ist wichtig. Wir verlinken unter diesem Video ein paar Firmen, die ordentlich sind, die gute Mikronährstoffe herstellen, denen man vertrauen kann. Die kann man einfach im Internet bestellen oder bei den Firmen direkt oder in der Apotheke kaufen. Das geht alles. Ne? Kannst du also unter diesem Video nachschauen. Wichtig ist zu wissen bei Mikronährstoffpräparaten, dass es häufig Mikronährstoffe gibt, die sind in Pulverform zum Auflösen. Und es gibt Kapselformen. Wenn es gute Firmen sind, dann haben sie so wenig wie möglich Zusätze reingemacht. Man muss dazu sagen, dass die Pulverformen so gut wie immer Zusätze drin haben, weil sie müssen ja auch schmecken. Sonst trinkt es ja keiner. Und dann sagt er, das schmeckt ja nicht gut. Bäh, mag ich nicht. Ja. Habe ich alles schon gehört von meinen Patienten. Die Kapseln, wenn es gute Firmen sind, die sind rein und pur. Da sind keine Zusätze drin. Ne? Man kann die Kapseln auch aufmachen. Da kann man sich ein Glas nehmen und die Kapsel aufmachen. Dann schmeckt es halt nach dem, was es schmeckt. Dann haben wir die Kapselhülle nicht. Und dann kann man es auch mischen mit anderen Mikronährstoffen zusammen und die dann einnehmen. Geht also ohne Probleme. Das war jetzt ein Magnesium mit verschiedenen Magnesiumsalzen, Verbindungen drin. Sehr gutes Präparat. Hat es noch gar nichts geschmeckt. Ja. Gut, dann gibt es Firmen, das ist auch nochmal wichtig, die legen sehr hohen Wert auf die Reinheit. Da ist sogar die Kapselhülle natürlich vegan und es gibt sogar Firmen, die haben die Verpackung so gemacht, dass sie kompostierbar ist, nicht aus Plastik. Finde ich klasse, nachhaltig. Gut, das ist schon mal wichtig zu wissen. Nun haben wir dir mal die wichtigsten Mikronährstoffe so fürs Immunsystem aufgeschrieben und hiervon auch wiederum die einzelnen Verbindungen aufgeschrieben. Also es gibt zum Beispiel, wenn man das Magnesium jetzt mal anführt, da steht dann drauf, wenn man genau liest, aha, Zutaten, Magnesiumcitrat, ne? Steht hier, 33% davon ist Magnesiumcitrat. Das Magnesiumcitrat ist sehr gut. Wenn man natürlich ein reines Magnesiumcitrat findet, dann ist es noch besser. Wenn da zum Beispiel Magnesiumoxid draufsteht, dann ist es nicht so gut. Also da kann man dann auch genauer mal drauf schauen und sehen, was ist da jetzt gut in der Qualität. So. Ich halte es das mal in die Kamera. Wir versuchen das mal, ob das geht. So, sieht man so? Ein bisschen höher? Genau. So,
Ich halte es jetzt mal so ein Weilchen hier rein. So. Okay. Kannst auch einen Screenshot machen, aber wie gesagt, wir haben unter diesem Video alles aufgeschrieben. Ich fange jetzt mal an, diese Liste kurz durchzugehen. Zink, am besten als Zinksulfat, Zinkcitrat oder auch Zinkpicolinat. Ich habe das hier mal, das sind unsere Packungen hier, zum Beispiel Zinkpicolinat. Es gibt auch hier ein Siebensalzzink, das Siebensalzmagnesium, Dreisalzzink, Entschuldigung, das habe ich hier gar nicht stehen, wo drei verschiedene Salze drin sind. Das wären zum Beispiel sehr gute Zinkverbindungen und davon 15 bis 50 Milligramm pro Tag wäre natürlich tipptopp. Also wie gesagt, wir haben die Firmen und verlinkt. Vitamin C, auch wichtig, dass man gutes Vitamin C-Präparat kauft, nicht irgendwie ein billig Vitamin C sich kauft. Da wäre natürlich zu erwähnen das Ester C oder auch ein natürliches Vitamin C wie Acerola oder Camu Camu. Und hiervon bitte 1 bis 6 Gramm pro Tag über den Tag verteilt einnehmen. Vitamin B12, da fallen viele drauf rein. Ganz wichtig, häufig ist Cyanocobalamin drin. Einfach bitte nachlesen, das steht immer auf der Packung drauf. Cyanocobalamin ist, ich sage immer zu meinen Patienten, ein billig Vitamin B12. Cyanocobalamin, Cyanid, ne, Blausäure, nicht ganz so toll. Besser ist ein Adenosylcobalamin, ein Methylcobalamin oder ein Hydroxycobalamin. Das sind gute Vitamin B12-Verbindungen. Die sollten dann draufstehen. 100 bis 2000 Mikrogramm pro Tag. Beim Q10 dasselbe Lied. Es gibt Ubiquinone und Ubiquinol-Verbindungen. Ein Ubiquinol steht dann auch auf der Packungsbeilage drauf. Hier Ubiquinol 60 Milligramm oder hier. Ein ganz hervorragendes Q10-Präparat, flüssiges Ubiquinol. Das ist die richtige Verbindung, das wird gut aufgenommen. Ansonsten ist die Bioverfügbarkeit sehr, sehr gering beim Coenzym Q10. Beim Magnesium dasselbe Lied, habe ich vorhin schon erwähnt. Ein Magnesiumcitrat ist immer gut, es gibt noch andere Magnesiumverbindungen. Es gibt hier von einer Firma auch ein 7-Salz-Magnesium. Da sind 7 verschiedene Salze drin. Das ist ein ganz hervorragendes Produkt. Wie gesagt, wir verlinken das. Oder ein Magnesiumtrionat ist auch klasse. Also da gibt es verschiedene gute Verbindungen. Und davon 300 bis 1000 Milligramm pro Tag wäre ganz toll. Auch über den Tag verteilt am besten einzunehmen. Also, die Message heute ist, achte bitte auf die Qualität der Mikronährstoffe. Das ist ganz wichtig. Nicht irgendetwas kaufen. Schau dir die Verlinkung nochmals an unter dem Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ciao.